Ich habe vergessen, mir wieder Tee reinzutun. Und dieser Part wird jetzt einfach nur 15 Minuten lang gehen, weil ich verspüre jetzt schon das Verlangen danach, die heimische Toilette aufzusuchen. Ah, es geht nach oben. Ein schmaler Gang. Rechts, links geht's runter. Hier kann eigentlich nichts kommen. Na? Okay. Warten wir, bis wir wieder zurückgehen müssen. Dafür ist mir die Munition dafür zu schade. Zerbrechsicherung, um Schlösser zu deaktivieren. Ja, Chef. Willkommen zur Indoktrination. Ein Kirchenseminar wird derzeit durchgeführt. Bitte warten Sie auf den nächsten verfügbaren Kirchenangehörigen. Die Indoktrination ist ein erfreuliches, fröhliches Ereignis, bei dem Sie die erste Schritte zur glorreichen Einheit der Unitology machen. Ich mag das Gesicht nicht. Ich meine, selbst für eine Kirche ist das doch so... Oh, also das gruselt mich. Ach, hier bin ich jetzt. Gut. Kurzer Weg ist kurz. Weiter geht's. Ich habe immer allein gelebt, als einsamer Ingenieur. Sowas wie Freunde habe ich nie gekannt. Ich habe immer nur mit den Maschinen gearbeitet. Moment, hier ist ein Glasteil. Das heißt, hier kommen gleich wieder Gegner. Wieso kann ich mit der Tür denn nichts machen? Ich muss etwas aktivieren. Dann schauen wir erstmal hier. Nichts, nichts. Hä? Einfach nur abgefallen oder was? Abgefehlt. Windows. Hä? Macht das irgendetwas? Ach, das ist so ein langes Teil. Interessant. Nochmal? Kann ich das nicht tun? Das will es nicht. Steht. Fast. Gemeindehaus. Indoktrinationsraum. Okay, das heißt, das soll ich da oben rein tun. Gut. Bitte ersetzen Sie in Verteilerkasten die Sicherung für die Tür zum Observationszentrum. Ja, Vandalismus ist in der Kirche nicht gestattet. Das würde mir nie einfallen. Das hat keiner gemerkt. Ne? Ich tue es rein und Gegner kommen. Und der kommt. Ja. Das kennen wir. Hier fliegt jetzt auch überhaupt nichts mehr rum, ne? Erinnert ihr euch noch zu Anfang des Spiels? Da seht ihr überall so Teile rumgeflogen und jetzt gar nichts mehr. Jetzt sind wir wieder die einzigen glücklichen Überlebenden. Irgendwie war es gerade ein bisschen laut. Nein. Nein.
Hauptsache, ich habe das Glas nicht zerschossen. Hauptsache. So, Rocketman. Also, das muss man sich... Okay, schauen wir uns das einmal ganz kurz an. Das sieht gerade recht interessant aus. Warum die daraus so einen Schaden machen. Und ich denke, ich mache hier eben mal einen kurzen Cut. Dann bin ich jetzt schon mal auf Toilette, komme dann gleich sofort wieder und ihr werdet gar nicht merken, dass ich einen Cut gemacht habe. Bis gleich. Wie gesagt, ihr findet keinerlei Anlass dafür, dass ich irgendetwas unterbrochen hätte. Und wehe, ihr habt doch Anlass. Dann werde ich das einfach ignorieren. Meine Nase juckt. Was macht der Isaac eigentlich, wenn dem seine Nase juckt? Das ist doch übelst doof. Übelst unpraktisch. Ja, ne. Hä? Nix der. Aha. Ich nehme an, er musste sich nur mal eben an die Nase kratzen, ne? Darum hat er seinen Helm abgenommen. Ein Energieknoten for free, der hier einfach nur so rumliegt. Das kommt mir spanisch vor. Und es ist eine gute und wichtige Frage, ob die Nekromorphen spanisch können. Short.
Was geht als nächstes kaputt? Was geht als nächstes auf? Blöp. Tut mir leid, aber ich hasse Kirschen. Hast du dir wehgetan? Wieso schreist du denn so? Ah, wir haben alle Zeit der Welt. Ne? Ist gut, kaum bewegt man sich ein bisschen und sind direkt am Rumnörgeln. Infidel. Dead Space ist schon ein richtig schöner Horror-Shooter, muss ich an der Stelle einfach nochmal sagen. Ah. Ungläubige. Wieso schreiben die Ungläubige da dran? Ich meine, die Mehrheit besteht auch aus Unitology-Mitgliedern. Unitologen. Von daher macht das eigentlich wenig Sinn, dass die Mehrzahl dann sagt Infidels. Weil das würde eigentlich ja dann dafür stehen, dass es wirklich eine annehmbare Gefahr darstellt. Dass es eine große organisierte Anzahl von Feinden gibt. Was machst du da oben? Ich will eine Markerkette. Das wäre cool. Zur Not bastel ich mir selbst eine. Ich soll darüber, ne? Okay. Etwas ist in der Kirche. Es hat die Tür aufgebrochen. Halten Sie durch. Ich versuche alle Tore in der Gegend zu überbrücken. Wir brauchen auch etwas. Wo soll ich denn hin? Ich habe keine Aufgabe. Ich soll durchhalten. Da, den nehme ich mit. Jetzt soll ich wieder zurück und dann passiert was. Die Türen sind offen. Oh fuck, das macht mir nicht gefallen. Wow, sind die scheiße schnell. Alle Türen sind offen. Das geht. Isaac, ich glaube nicht, dass ich... Nicht jetzt! Isaac, ich kann den Aufzug nicht freigeben. Können Sie bei sich irgendwas machen? Mal sehen, was ich tun kann. Okay, sobald Sie durch sind, gehen Sie durch den Beisetzungsflügel und runter in die Krypta. Ganz wichtig ist, dass Sie nicht... Nein, nein! Ach Gott, kann es nicht sein! Das ist verdammt! Dana, es ist wichtig, dass ich was? Das ist doch so verdammt... Typisch. Mist.